Ja, Frau Meinl-Reisinger, wo soll man anfangen? Viel gibt es zu diskutieren heute. Fangen wir doch mal einfach nochmal mit einem kurzen Rückblick an. Wir alle haben es mittlerweile schon zigfach gehört. Es gab diese Hausdurchsuchungen, es gab diese Chats, diese 104 Seiten. Es gab jetzt den Schritt zur Seite, Rücktritt des mittlerweile ehemaligen Bundeskanzlers. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung nochmal Revue passieren lassen. Wie haben Sie diese Tage erlebt und waren Sie auch überrascht über das Ausmaß, über das, was Sie da tatsächlich erlebt haben? Also zunächst völlig richtig. Es ist passiert so viel gleichzeitig heutzutage in der Politik, dass es tatsächlich schwierig ist, die Übersicht zu bewahren. Und das macht der Politik übrigens ja auch nicht besser, dass alles so gehetzt ist. Aber vielleicht jetzt einmal der Reihe nach. Ja, was ist uns aufgefallen? Die Nervosität auf Seiten der ÖVP. Wir erinnern uns, da gab es reichlich skurrile Pressekonferenzen, wo vor Hausdurchsuchungen gewarnt wurde oder vielleicht sogar mittels sozusagen der Pressekonferenz man gewarnt hat, dass Hausdurchsuchungen bevorstehen könnten. Und dann gab es an diesem Mittwoch in der Früh plötzlich die Meldung, dass es Hausdurchsuchungen gegeben hat, sowohl in der Parteizentrale der ÖVP als auch im Finanzministerium, als auch, und das ist ja besonders arg und heftig, im Bundeskanzleramt selber. Und ich möchte Ihnen das ganz offen sagen, ich habe dann diese 104 Seiten, diese berühmt-berüchtigten 104 Seiten, also diesen Beschluss zur Hausdurchsuchung geschickt bekommen und habe dann halt einmal begonnen zu lesen. Na, bin in der Straßenbahn gefahren, habe das am Handy so gelesen und habe das noch nicht einmal so ernst genommen. Habe gesagt, ja, da ist halt jetzt wieder was passiert, aber es ist eben schon so unübersichtlich. Und je mehr ich da gelesen habe, desto ärger ist mir das Ganze. Also habe ich erkannt, da kommen die jetzt nicht mehr raus. Also das hat so viel Hand und Fuß. Das ist nicht nur nebulos, das ist nicht eine wild gewordene Staatsanwaltschaft und schon gar keine bösen linken Netzwerke, sondern das hat unglaublich viel Substanz, wie das da drinnen aufbereitet ist. Und es trifft ins Mark auch ganz besonders des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz. Es geht um Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue, also auch nicht Bagatelldelikte. Das heißt, uns war als NEOS sehr schnell klar, das geht sich nicht mehr aus und dementsprechend haben wir dann auch den Rücktritt gefordert. Jetzt bevor der Rücktritt oder der Kanzler mit dem Rücktritt einem Misstrauensantrag auch zuvor gekommen ist, der ziemlich sicher auch eine Mehrheit im Parlament gefunden hätte, hat es natürlich die Diskussion gegeben, wie geht es weiter, wenn es diesen Rücktritt nicht gibt, was kann man als Alternative machen, sprich, gibt es andere Koalitionsformen, die möglich sind, und dann war diese Viererkoalition so ein Thema. Es gibt natürlich, Sie werden es jetzt auch nicht anders sagen, man hat mal drüber nachgedacht, wirklich im Detail ausgearbeitet war das nicht, aber doch auch an Sie die Frage, in einer Viererkoalition, das wäre tatsächlich die fast einzige Möglichkeit gewesen, gegen die ÖVP jetzt hier eine Regierung zu bilden, wäre natürlich auch die FPÖ mit an Bord gewesen, mit einem Herbert Kickl. Jetzt hat die Pamela Rendi-Wagner sich dann nochmal gesagt, ja, in dieser schweren Situation muss man eben auch mal die eigene Parteilinie vielleicht da verlassen und im Sinne der Republik handeln. Wurde ja nicht unbedingt von allen ihren Parteimitgliedern und Wählern sehr wohlgesonnen aufgenommen. Wie war es denn für Sie? Also wäre das für Sie tatsächlich eine Option gewesen? Also ich glaube, man muss da mal die Kirche im Dorf lassen. Worum ging es denn eigentlich? Es ging darum, dass in einer sehr, sehr schwierigen Situation klar war, so kann es nicht weitergehen. Die Menschen erwarten sich auch, dass es da eine Neustart gibt. Und in dieser Situation habe ich ja bereits an diesem Mittwoch die Hand gereicht und gesagt, jetzt gehen wir bitte alle miteinander, alle konstruktiven Kräfte, in der Frage jetzt saubere Politik, in Gespräche, wie wir weiter tun. Und ja, ein Punkt war natürlich auch die Frage eines Misstrauensantrags. Und es war klar, dass sich eine Mehrheit findet, denn auch bei den Grünen ist der Druck gestiegen mit Mittwoch. Das heißt, es war klar, dass es hier auf jeden Fall eine Zusammenarbeit gibt. Das wäre aber, wenn man so will, einen Spieler austauschen und dann ändert sich am Spiel nichts. Das heißt, ich fand es sehr gut, dass es hier konstruktive Gespräche gegeben hat über die Frage, wie können wir den Karren jetzt ein Stück weit aus dem Dreck ziehen. Das ist, ich nehme das Bild her, ein Haus brennt. Und wir müssen löschen. Dann erwarten wir auch, dass jeder, der daneben steht und einen Kübel in die Hand nehmen kann, bereit ist zu löschen. Und um nichts anderes ging es bei diesen Gesprächen. Da ging es wirklich nicht um eine Koalition, sondern um die Frage, wie kann man jetzt unmittelbar und auch in den nächsten Schritten zusammenarbeiten, um Österreich hier aus diesem Dreck zu ziehen. Aber es wäre Option gewesen, dass man also hier auch konstruktiv zusammenarbeiten könnte. Man hat ja auch Gespräche gegeben. Die Zusammenarbeit ist immer eine Option. So sehen wir das als NEOS-Koalition. Das war nicht das Thema, sondern tatsächlich ein Schritt nach dem anderen in einer Zusammenarbeit.
Dann kommen wir zu einem Thema, das natürlich auch im Rahmen dieser Hausdurchsuchungen wieder mal aufs Tablett gekommen ist. Das sind die Inserate, das ist die Medienförderung, die Presseförderung in diesem Land. Jetzt haben Sie einen Antrag eingebracht wegen dem bezüglich des Medientransparenzgesetzes, dass man mal wirklich auch aufschlüsselt, wer bekommt hier wirklich wie viel von wo und wie man das auch zukünftig regeln könnte. Was ist denn Ihr Vorschlag, wie wir tatsächlich dazu kommen können, dass Medien eine Förderung bekommen? Denn ohne die wird es natürlich schwierig für viele Medien, das haben wir auch gesehen. Aber dass es eben solche Dinge nicht mehr geben kann, dass momentan noch die Unschuldsvermutung natürlich, dass man unter Umständen Berichterstattung für Inserate sich kaufen könnte in diesem Land. Ich würde da auch ganz gerne ein bisschen ausholen, weil dieses Thema uns NEOS und mich ganz besonders schon sehr, sehr lange beschäftigt. Wir wünschen uns in einer Demokratie eine lebendige Medienlandschaft, eine pluralistische, vielfältige Medienlandschaft mit regionalen Aspekten, national, mit unterschiedlichen auch Stoßrichtungen und Ausrichtungen. Und ja, in einem kleinen Markt wie Österreich, das brauche ich niemandem zu sagen, Ihnen noch weniger, kostet das Geld. Und die Frage ist, was ist uns das als Demokratie wert? Daher bekennen wir uns auch zu einem System der öffentlichen Presseförderung und Medienförderung. Jetzt muss man aber sagen, dass das Volumen der öffentlichen Presseförderung geradezu grotesk klein ist im Verhältnis zu den Volumen an Inseraten, an den Millionen an Inseraten, die da jährlich ausgegeben werden. Und wenn man sich das vergleicht oder wenn man das anschaut, Vergleich zur Republik Deutschland, so gibt die Regierung in Österreich ein zigfaches mehr aus an Inseraten, und zwar absolut, nicht relativ, absolut, in absoluten Zahlen, als die deutsche Bundesregierung. Das heißt, das ist eine Schieflage. Und da geht es mir jetzt gar nicht um den einen Fall, sondern da wird versucht, sich öffentliche Meinung zu kaufen. Mhm. Und jeder, der etwas anderes sagt, der sagt meiner Meinung nach die Unwahrheit. Vielleicht funktioniert es nicht immer, und das wäre auch zu hoffen, dass hier auch Redaktion und sozusagen Vertrieb ja auch immer gut getrennt ist. Unser Vorschlag ist ganz simpel, rauf mit der Presseförderung, zwar deutlich rauf, nach klaren Kriterien, durchaus auch Qualitätskriterien, und runter bzw. Deckelung, was die Inserate angeht und da vor allem auch eine Objektivierung. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine wichtige Leistung bewerbe, wo man sagt, da braucht es die Information für die Bürgerin, für den Bürger, wo kann ich mich hinwenden, oder wie zuletzt das Finanzministerium, sich selbst bejubelt, der Finanzminister, für die angeblich größte Steuerreform aller Zeiten. Mhm. Mit unserem Steuergeld. Also das braucht es definitiv in Zukunft nicht mehr. Und ich hoffe, dass jetzt da wirklich einmal der Leidensdruck so hoch ist, auch vor allem von den Menschen hochgehalten wird, dass sich da ein für alle Mal was ändert, weil so wie wir es im Moment haben, ist das meiner Meinung nach demokratiegefährdend. Aber was wäre jetzt als Beispiel solche Kriterien, die Sie sich vorstellen könnten? Jetzt gibt es natürlich ein Kriterium, das ist die Auflage, die Verbreitung. Da wissen wir, da gibt es natürlich gewisse Medien, die haben sehr, sehr hohe Auflagen. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das wirklich ein Kriterium ist, das als einziges herangezogen werden kann. Was wäre eine andere Möglichkeit? Es gibt verschiedene Kriterien, die teilweise auch schon in Gesetzen verankert sind, wie zum Beispiel das sich halten an Kollektivverträge oder aber auch die Mitgliedschaft im Presserat. Das könnte man verankern. Ich würde das sehr begrüßen, weil ich finde, man sollte die immer im Auge haben, die sich ordentlich verhalten und nicht die belohnen, die eigentlich auf Regeln pfeifen und durchaus auch erfolgreich sind, indem man die ein oder andere Regel bricht. Also Fairness ist auch etwas ganz, ganz Wesentliches. Aber das sind jetzt nur zwei Beispiele. Da geht es ganz viel auch um die Frage, wird Nachwuchs ausgebildet, meiner Meinung nach? Bekennt man sich zu gewissen sonstigen journalistischen Kriterien etc.? Das kann man festlegen. Wir haben das übrigens als NEOS in der Regierung in der Zusammenarbeit mit der SPÖ in Wien, weil in Wien ist da ein Thema, keine Frage, das muss man sagen, festgehalten im Koalitionsübereinkommen, dass es so einen Kriterienkatalog geben wird. Sind Sie optimistisch, dass Sie damit im Parlament erfolgreich sein können? Ich glaube, die Grünen haben sich ja mittlerweile jetzt auch schon geäußert, dass sie sich durchaus dafür einsetzen werden, dass es hier Veränderungen gibt. Also das heißt, ist das mehrheitsfähig im Parlament Ihrer Meinung nach? Naja, es braucht eine Mehrheit, wie Sie richtig sagen, es braucht eine Mehrheit. Es ist einmal ein erster richtiger Schritt, dass die Grünen da jetzt aufgesprungen sind, weil die sind immerhin in der Regierung. Also man könnte ja sagen, schön wäre es, wenn sie diese Macht, die sie ja hätten, auch nutzen könnten und für eine entsprechende Regierungsmehrheit sorgen. Ich glaube, man kann die Dinge ruhig beim Namen nennen. Das ist ein Thema, das vor allem SPÖ und ÖVP überdenken müssen und ihre bisherige Praxis, weil da geht es halt auch um liebgewordene Zugang zur Macht, sage ich einmal. Mhm. Aber das ist ja dann nicht das Gleiche, wie wirklich gut für die Menschen zu arbeiten. Wenn Sie bei diesen Chats bleiben, noch kurz dabei, gerade was die Medien oder der Austausch mit den Medien da auch angeht. Da gibt es ja doch einige Chats, wo auch die NEOS genannt werden.
Jetzt sind Sie auch schon lange im politischen Geschäft, wissen auch, wie diese Kontakte zwischen Journalisten und Politikern natürlich auch aussehen. Trotzdem überrascht gewesen? Ja, ganz offen, ja. Und das ein oder andere Erlebnis wurde dadurch etwas klarer. Okay, also hat man auch eigene Erfahrungen. Durchaus. Kommen wir zu einem Thema, das gestern eigentlich erst oder vorgestern aufgepoppt ist, wo wir zumindest in Journalistenkreisen gar nicht so auf dem Radar gehabt hatten. Das war bisher gar nicht so bekannt. Der Matthias Strolz war im Zentrum am Sonntag und gestern die Irmgard Kiesnitz mit zwei. Und da ging es darum, dass es 2016 Gespräche mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz gegeben hat, wo man sich überlegt hat, eine gemeinsame Wahlplattform zu gründen. Also sprich, wo noch nicht klar war, ob Sebastian Kurz jetzt ÖVP-Obmann wird oder nicht. Sie waren damals zwar nicht Parteiobfrau, aber doch in der Partei natürlich auch in einer Funktion tätig. Wie haben Sie das damals wahrgenommen und jetzt natürlich im Nachhinein leicht zu sagen, wie froh sind Sie, dass da nichts draus geworden ist? Also aus meiner Sicht ging es um Folgendes. Es war damals sozusagen während des Präsidentschaftswahlkampfs, dass ich mich mit Matthias Strolz unterhalten habe darüber, dass Irmgard Gries ganz, ganz toll ist und hoffentlich auch Präsidentin wird. Aber sollte sie es nicht werden, wir mit ihr schauen sollten, ein Dach zu bauen einer breiten Reformbewegung in Österreich. Wir haben Irmgard Gries unterstützt im Präsidentschaftswahlkampf und sie war mir die ideale Figur dafür, die integrativ wirken könnte. Und ja, dann hat es ganz offensichtlich, auch ich war nicht dabei, Gespräche gegeben mit Sebastian Kurz. Ich weiß davon, ich kann Ihnen sagen, ich war von Anfang an skeptisch, weil ich nicht daran gedacht habe, dass ein Sebastian Kurz, eine ÖVP wirklich gewillt ist, sozusagen die ganze ÖVP-Rucksack, die Last hinter sich zu lassen und sich tatsächlich einer echten neuen Reformbewegung anzuschließen, so ähnlich wie das Macron ja gemacht hätte. Das heißt, ich war da ja ganz offensichtlich zu Recht skeptisch und es ist ja auch nichts draus geworden. Faktum ist aber, dass Österreich noch immer dasteht in einer Situation und Reformen dringend nötig sind. Wir sind so lala durch die Krise gekommen. Wir freuen uns, dass die Wirtschaft jetzt wieder boomt und brummt. Wir haben aber die gleichen Themen und Herausforderungen wie vor der Krise. Es gibt zu wenig Arbeitskräfte. Es bleibt zu wenig Netto vom Brutto über. Die Steuerlast ist zu hoch. Der Bürokratismus ist enorm. In unseren Schulen wird nicht so gelehrt, dass die Kinder rauskommen und wirklich fähig sind, selbstbestimmt ein Leben zu führen. Und nachhaltige Politik im Sinn von wirklich Klimaschutz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Enkelfähigkeit, was Pensionen angeht, gibt es nicht. Das sind jetzt nur ein paar Bereiche, wo es dringend nötige Reformen bräuchte und die braucht es ganz, ganz dringend in der Zukunft und deshalb auch mein Appell, dass es weiter einen Neustart gibt und ein Bemühen um eine echte Reformallianz in Österreich. Das war jetzt schon fast das Wahlprogramm für die nächste Wahl. Über man das, muss immer, über das, das ist ja wieder Fahrtwender, allzeit bereit, man weiß ja nicht, wann die nächste darauf, Regierung darauf wollen kann. Wir dann noch kommen. Jetzt, bevor wir aber auf die Zukunft oder die nächsten Monate auch schauen, gehen wir noch kurz einen Tag zurück. Sie haben sich gestern mit dem Bundeskanzler Schallenberg getroffen auf ein Vier-Augen-Gespräch. Der Bundeskanzler hat ja erwähnt, er möchte mit allen Parteien sprechen, um hier konstruktives Miteinander zu schaffen. Mit welchem Gefühl sind Sie aus diesem Gespräch gekommen? Wie ist es verlaufen? Es war ein gutes Gespräch, es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht, wie das letzte Woche im Parlament war. Vielleicht hat das ja die eine oder andere mitbekommen. Ich habe ihm eben diese 104 Seiten überreicht und er hat sie ihm so nach hinten weggelegt, was, glaube ich, nicht das Geschickteste war. Er hat sich auch dafür entschuldigt. Aber das war dann eigentlich gar nicht so ein Thema. Thema war ganz aufrichtig von meiner Seite, dass ich ihm persönlich alles Gute wünsche. Denn es ist spürbar, dass es eine sehr große Aufgabe ist, dass da sehr viel auch Porzellan zerschlagen wurde in der Koalition. Jetzt könnte ich sagen, ich bin Opposition, das sollte nicht mein Problem sein. Aber ich denke mal, es sollte unser aller Problem sein, weil letztlich geht es um unser Land und die Frage, wie es in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Ich habe in meine Sicht der Dinge dargelegt, dass ich eben glaube, dass es diesen Neustart braucht, dass die Menschen jetzt nicht sagen können, okay, jetzt ist der Kurz halt weg, jetzt ist halt ein neuer Bundeskanzler da, aber die machen genauso weiter wie zuvor. Es braucht jetzt ein spürbares Zeichen, dass die Politik das Signal gibt, insbesondere die Regierung das Signal gibt, vor allem auch die ÖVP das Signal gibt, wir haben es kapiert. Wir sind eigentlich da, um den Menschen zu dienen und nicht uns selber. Und da gibt es die Möglichkeit, schärfere Gesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Parteienfinanzierung etc. Darüber haben wir uns unterhalten und darüber auch, dass wir hier konstruktiv immer bereit sind zur Zusammenarbeit.
und sind auch mit einem guten Gefühl rausgegangen? Also haben Sie gesagt, da ist jetzt auch was vorübergekommen? Oder wie optimistisch sind Sie, dass das jetzt auch, er hat es ja betont. Ich glaube, die Frage, ehrlich gesagt, wie ich mich dabei fühle, ist irrelevant. Ich glaube, es ist spürbar, dass das sehr viel Last auf seinen Schultern ist. Es ist spürbar, dass noch nicht ganz klar ist, wie der die Rolle des Ex-Kanzlers sein wird. Also wenn ein Neustart gelingt, dann muss es eine Emanzipation geben. Mhm. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, es ist vorbei. Also diese Ära ist Gott sei Dank vorbei. Mhm. Wenden wir uns jetzt wieder substanziellerer, konstruktiverer Politik zu, die das Gemeinsame sucht und nicht ständig die Polarisierung und das Trennende, aber vor allem auch Mehrheiten schafft für Reformen. Und das wird halt sehr, sehr schwierig, weil natürlich das Vertrauen in der Koalition nicht das allergrößte ist. Mhm. Da kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie geht's weiter? Jetzt natürlich haben alle Parteien bekundet, Neuwahlen. Das ist das Letzte, was man will, wenn man sich auch die aktuellen Umfragen ansieht, wobei Umfragen mit Vorsicht zu genießen sind, wie wir jetzt gelernt haben. Aber wenn man sich die Umfragen ansieht, dann könnte es, wenn es heute Neuwahlen gibt, es relativ schwierig werden, dort Koalitionsverhandlungen zu führen, da auch Mehrheiten zu finden. Aber wie optimistisch sind Sie denn, dass jetzt da wirklich konstruktiv gearbeitet werden kann in den nächsten Monaten, dass da noch was vorwärts geht? Oder sagen Sie, wie es ja auch manche schon sagen, ja, das geht jetzt ein paar Monate und dann ist es erledigt? Also ich habe keine Glaskugel und ich finde, es ist auch gar nicht mein Job eigentlich. Das sollen Analysten besser sagen, was sie glauben. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir für Österreich, dass eine Regierung einmal länger hält, wieder für die Menschen arbeitet, nicht für die eigenen Posten, wieder gewillt ist, Reformen anzupacken, auch wenn die vielleicht nicht so beliebt sind in manchen Bereichen, aber nötig sind, damit wir alle in eine bessere Zukunft gehen, damit unsere Kinder eine gesicherte Zukunft haben. Das alles braucht. Ja, ich bin skeptisch, dass diese jetzige Konstellation und Koalition das bringen wird. Und es gibt auch ein gerütteltes Maß an Skepsis, dass diese Konstellation lange halten wird. Ich könnte mir es leicht machen, ich könnte jederzeit in Neuwahlen gehen, weil ich stehe jetzt in den Umfragen, auch denen, die wir glauben können, deutlich besser da als bei der letzten Wahl. Also wir sind eindeutig Gewinner und wir sehen ja auch einen unglaublichen Zustrom derzeit an Mitgliedern beispielsweise zu uns. Aber darum geht es ja nicht, damit ist ja Österreich noch nicht gedient. Mhm. Ich sage Ihnen jetzt vielleicht auch noch was, Österreich ist eigentlich egal, ob die Neos 8% haben, 12% oder 14% haben. Die viel entscheidendere Frage ist, ob wir zum Beispiel Wirksamkeit entfalten können, zum Beispiel dann in wirklich einer Fortschrittskoalition, die gewillt ist, die Dinge anzupacken, wie wir es ja jetzt ganz offensichtlich auch in Deutschland sehen. Mhm. Und dann kommen wir noch zum Punkt, der jetzt definitiv kommt, unabhängig jetzt einmal, also vorausgesetzt, es kommt das nicht wirklich gleich zu Neuwahlen, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Es gibt einen neuen Untersuchungsausschuss. Es war ein langes Hickhack um die Verlängerung des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Das wurde dann von der Regierung geblockt, dass der weitergeführt wird. Jetzt gab es natürlich auch einen neuen Aufhänger mit dieser Hausdurchsuchung, mit diesen neuen Chats. Der kommt jetzt, ein neuer alter Untersuchungsausschuss, denn es ist ja ganz schwierig, auch für die Menschen draußen zu verstehen, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Natürlich, und was ist es da in was und was muss man noch von den alten Sachen wieder mit reinnehmen, was gibt's Neues. Der wird jetzt kommen, das ist auch durch. Ja, wie denken Sie denn, wird denn das jetzt verlaufen? Sie haben es erlebt, wie das beim letzten Untersuchungsausschuss war, auch gerade zwischen den Regierungspartnern. Nehmen wir an, einfacher werden Sie denn die jetzt nicht machen? Vor allem werden wir schauen, wer der Vorsitzende ist, weil das wird natürlich sehr schwierig sein, wenn das Wolfgang Sobotka wieder übernimmt, der ja eindeutig da hier auch befangen wäre. Worum geht's? Aus dem ganzen Ibiza-Komplex ist vom Untersuchungsausschuss ein Aspekt übrig geblieben, wo wir gesagt haben als Parlament, da müssen wir weiter hineinschauen, da geht es um politische Verantwortung und das müssen wir besser machen in der Zukunft. Und das ist die Frage, gibt es parteipolitischen Einfluss auf Ermittlungsarbeiten im Innenministerium, bei der Polizei oder in der Justiz? Und jetzt wissen wir ja sogar schwarz auf weiß, dass die ÖVP gewarnt hat in Pressekonferenzen davor, dass es Hausdurchsuchungen geben wird. Das heißt, ganz offensichtlich haben wir ein Problem damit, dass in Österreich das beispielsweise Hausdurchsuchungen vorher geleakt werden. So, und das muss man aufklären. Die strafrechtlichen Dinge, da kümmert sich die unabhängige Justiz drum. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Parlament, als gewählte Volksvertretung. Aber diese Frage zum Beispiel, wo werden denn da Hausdurchsuchungen verraten? Gibt es da wirklich vielleicht ÖVP-Netzwerke, wo das dann auf einmal wie die Buschtrommeln das weiter trommeln? Das geht nicht. Die Menschen müssen vertrauen,
dass die Institutionen unseres Landes, und zwar die Verwaltung, die Justiz und auch das Parlament, sauber arbeiten, ohne parteipolitischen Einfluss. Ja, und ich weiß, dass das in Österreich eh so ein bisschen, wie soll man sagen, folkloristisch ist, dass man sagt, na, Parteipolitik ist überall drinnen. Aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. Wir müssen ja mal aufräumen. Ich habe 3 Kinder. Und ich denke mal, ich erziehe meine Kinder dazu zu sagen, ihr stellt was dar, ihr seid toll, ihr seid einfach tolle Menschen. Aber ich möchte für euch, dass ihr im Leben danach bewertet werdet, einfach als Menschen, aber vor allem auch, was ihr für einen Beitrag leistet und nicht, wen ihr kennt oder bei welcher Partei ihr Mitglied seid. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, damit aufzuräumen. Und ja, da braucht es einen Untersuchungsausschuss. Ich gebe Ihnen aber völlig recht, der muss anders ablaufen als der alte, weil ich glaube, am Schluss wenden sich dann die Menschen nur ab. Das hat keinen Sinn. Hier geht es wirklich darum, für die Zukunft zu lernen. Und ich lade die ÖVP ein, da auch mal konstruktiv mitzutun. Das heißt, Sie sind, soll man sagen, immer noch zwangsvorsichtig optimistisch, dass es diesmal auch mit Übermittlung von Unterlagen zum Beispiel besser funktioniert wie beim letzten Mal? Oder? Naja, also sonst wird halt wieder der Verfassungsgerichtshof versagen, ja. Aber ich meine, das ist ja ein Trauerspiel. Also wir können es doch nicht, oder die ÖVP kann sich nicht jedes Mal darauf ankommen lassen, dass dann der Bundespräsident Exekution übt. Ich hätte aber auch den Eindruck, dass die Menschen da mittlerweile die Nase voll haben und dann entsprechend auch ein Signal senden würden an die ÖVP bei der nächsten Wahl, wenn die sich weiter wirklich so verhalten. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Eine letzte, vielleicht auch ein bisschen persönliche Frage noch zu dem ganzen Image, das die Politik jetzt aktuell hat. Das geht jetzt doch schon seit ein paar Jahren. Also 2017, wir erinnern uns, 2017, 2018 hat es dann angefangen. Zieht sich ja durch die österreichische Innenpolitik jetzt wirklich seit Jahren. Wenn Sie draußen mit den Menschen sprechen, jetzt wissen wir 2 Dinge. Menschen möchten nicht, dass gestritten wird in der Politik. Und ja, wenn sie veralbert werden, beziehungsweise wenn sie für dumm verkauft werden, das mögen natürlich die Menschen auch nicht. Beides scheint zumindest phasenweise passiert zu sein. Jetzt ist man natürlich nicht direkt betroffen als NEOS-Abgeordneter, aber man gehört ja auch zu diesem ganzen Gebäudepolitik. Was erleben Sie denn draußen auf der Straße auch und wie mühsam ist denn das teilweise auch, hier dagegen anzukämpfen, eben auch diese Verdrossenheit ja, auch bei sich selbst vielleicht nicht durchkommen zu lassen? Naja, also was natürlich schon stimmt, ist, dass jeder von uns jeden Tag aufsteht und sich die Frage stellen muss, ist das eigentlich wichtig und richtig und gut, was ich tue? Mhm. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sich oder sollte man sich immer auch eigentlich selber fordern und man würde sagen challengen. Passt das eigentlich? Ist da der Kompass noch richtig oder ist er irgendwie verrutscht? Und ja, der Kompass ist bei ganz vielen ganz offensichtlich verrutscht, wenn es nur darum geht, an die Macht zu kommen oder Macht zu behalten oder Posten zu bekommen und eigentlich nicht für die Menschen zu arbeiten, sondern nur wirklich für die eigene Partei oder für den Machterhalt. Was höre ich draußen? Die Menschen sagen, sind eh alle so. Also das heißt, der größte Verlust oder das größte Schaden, der eingetreten ist, ist der allgemeine Vertrauensverlust. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, bitte nein, wir sind nicht so. Mhm. Das kann man mir glauben oder auch nicht glauben. Ich denke mir halt, das Wichtigste ist so ein Walk the Talk, also zeig, nicht nur das Rede drüber, sondern zeig, dass du es anders machst, dass du es besser machst. Da ist zum Beispiel, dass wir wirklich unsere Einnahmen und Ausgaben offenlegen, transparent machen. Das ist ein kleiner Baustein. Ja? Man kann sich anschauen, wie finanzieren sich die NEOS und wofür geben sie das Geld aus. Der zweite Baustein ist die Funktionsperiodenbeschränkungen bei uns. Der dritte Baustein ist das Bekenntnis zur Transparenz, auch bei Postenbestellungen. Können wir immer verhindern, dass etwas passiert? Nein, aber ich kann ein System bauen, das sozusagen Checks and Balances hat, also die Möglichkeit hat, Macht zu beschränken und zu kontrollieren in der eigenen Partei. Das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir es aber auch in unserem Land bauen. Macht braucht Kontrolle und Macht braucht auch Beschränkung, weil sonst gibt es nur Allmacht und Ohnmacht. Mhm. Und das ist keine lebendige Demokratie. Und allerletzte Frage noch nach diesen ganzen Chatprotokollen und so weiter. Wie hat sich Ihr persönliches Kommunikationsverhalten in den letzten Monaten, vielleicht schon Jahren geändert? Das heißt, gar nicht eigentlich, aber ich weiß nicht, ich habe die Chats mir angeschaut und dann habe ich mir zum Beispiel angeschaut einmal, was ich für Unterhaltungen mit der Steffi Crisper geführt habe in den letzten 2 Jahren. Und da geht es ganz viel darum, wie geht es den Kindern, was machen die Kinder, dann motiviere ich sie, wenn sie was gut gemacht hat, etc. Also solche Chats sind mir nicht untergekommen.
mit einem Augenzwinkern. Also ich liebe dich, meine Bundesobfrau. Findet sich dort also nicht. Vielleicht dann danach, aber nicht im Chat. Frau Meil-Reisinger, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Schönen Abend, alles Gute. Danke für die Einladung.